Das ist die Provokation. Ein Kreuz kann nicht schön sein. Das Lichtkreuz, ich hatte dieses Material mal gesehen, radiant, habe ich dann so ein kleines Dreieck gemacht. Dann habe ich immer bei mir in der Werkstatt so geguckt, was passiert damit. Neues Licht heißt die Installation von Ludger Hinse. Die Lichtkreuze sind wie ein Prisma. Mit jeder Drehung ändern sich die Farben. In der glänzenden Oberfläche spiegeln sich die Menschen oder der Raum. Unvorhersehbar, immer wieder anders. Hier habe ich jetzt das kleinste der Lichtkreuze reingehangen. Ist auch, was sich nicht bewegt. Bloß hier verändert sich, wird sehr blau und rotstichig. Das hängt mit den Säulen hier zusammen, mit dem Sandstein, mit diesem blau-roten Sandstein. Der nimmt natürlich, wie alle Arbeiten, nehmen immer auch den Raum in sich auf. Hoch jetzt hier, Stufe. Das erste Lichtkreuz kommt in Würzburg an. 2x2 Meter groß, 56 Kilogramm schwer, aus Plexiglas mit einer Spezialfolie überzogen. Je nach Lichteinfall wirkt das Kunstwerk, als würde es von innen angestrahlt. Doch das Licht kommt vom Material. Das Kreuz wird in der Kirche St. Adalbero installiert. Wir beschäftigen uns mit einem Thema, aber sehr unterschiedlich dargestellt. Und gerade diese Kreuze spielen mit dem Licht und verwandeln so die Kirchenräume. Das Licht wird reflektiert, der Raum wird gespiegelt im Kreuz. Und ich glaube, damit ist es wirklich so, dass sich der Betrachter auch hineinziehen lässt in den Bann dieser Werke und setzt sich selber damit auseinander, was hat das Kreuz mit meinem eigenen Leben zu tun, welches Licht wirft dieses Kreuz vielleicht auf mein Leben. Noch ist das Lichtkreuz nur ein Objekt. Erst durch die Weihe wird das Kunstwerk zu einem religiösen Zeichen. Der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Für mich sind die Kreuze von Ludger Hinze Osterkreuze. Und wo wir normalerweise auf ein Kreuz schauen und den leidenden Christus sehen oder auch schon mal den am Kreuz siegenden Christus, so ist nun in diesen Lichtkreuzen Ostern. Wir schauen auf das Kreuz und wir sehen sofort den Sieg Jesu Christi über das Böse, über den Tod und seine Auferstehung. Ich habe so gemacht, dass die Menschen erfahren, dass sie in den Himmel kommen. Und zwar indem man sich hier hinstellt, hier so, dann sieht man sich. Wenn man so ein bisschen zurückgeht, geht man hoch. Man steigt in den Himmel auf. Das Kreuz ist das zentrale Symbol des christlichen Glaubens. Die Lichtkreuze stehen als Sinnbild der Erlösung und Auferstehung. Die Lichtkreuze sind eine leuchtende Botschaft, eine Botschaft des Glaubens.